Eso έχει σαν το προσπαθήσω. Καλησπέρα αγαπητές φίλες και φίλοι. Λίμπα Πέτρος Μάρκαρης. Es ist für mich eine besondere Freude, hier über dein Werk als Übersetzer zu sprechen. Zum einen, weil es sich bei diesem Werk um einen bedeutenden Korpus von Texten handelt, der auf seine Weise neben deinen anderen literarischen Arbeiten vollgültig besteht und Ehre einlegt. Zum anderen liegt mir das Thema Übersetzung besonders am Herzen, weil gerade in dieser Zeit, in der nationalistische Borniertheit leider wieder einmal an Kräften zunimmt, der Vermittlung zwischen den Kulturen und Sprachen, die die Übersetzung leistet, eine umso größere Bedeutung zukommt. Man muss nicht besonders betonen, wie sehr es gerade für Deutschland und Griechenland eine kulturpolitische Notwendigkeit ist, durch Übersetzungen die Vorurteile über die jeweils andere Kultur zu bekämpfen und Verständnis für sie zu wecken. Du siehst da in einer großen Geschichte, der Interkulturalität. Die deutsche Klassik um 1800 hat sich bekanntlich zu einem großen Teil von der Übersetzung und Variation der griechischen Antike ernährt und das besondere Verhältnis der deutschen Kultur zur Griechenland ist geradezu ein Topos. Und drittens bedeutet es für mich ein besonderes Vergnügen, dass ich hier nicht nur als Kollegen spreche, die über die Besonderheit, die Herausforderung, die Schwierigkeiten und die Glücksmomente der Arbeit des Übersetzers aus eigener Erfahrung ein wenig Bescheid weiß, sondern auch als jemand, die sich deine Freundin nennen darf und die das Glück unserer jahrzehntelangen Verbundenheit zu schätzen weiß. Die hält nun seit 1974 über 40 Jahre also. Bei dir, Petros, war der Übersetzer in den Anfängen deines literarischen Karrierewegs mit deiner Tätigkeit als Theaterautor verknüpft. Dein Wunsch, Theaterstücken zu schreiben, war, wie ich mich erinnere, untrennbar von deinem großen Interesse für einen ganz bestimmten Autor und sein revolutionäres Theaterkonzept. Ich meine natürlich Bert Brecht, der für deine intellektuelle Biografie von großer, ich möchte sagen, von unvergleichlicher Bedeutung gewesen ist. Es war besonders die Aufführungen der Gute Mann von Szechuan, des Berliner Ensembles, die du in die 60er Jahre in Ostberlin gesehen hattest, durch die Brecht und seine epische Form des Theaters eine wichtige Quelle der Inspiration für dich wurde. Was du dort fandest, entsprach genau deinem Wunsch nach einer modernen, wahrhaft zeitgemäßen Dramaturgie. Wie Brecht wolltest du keine Aufteilung der Handlung in Akte mehr, wie in den traditionellen dramatischen Werken. Das neue Prinzip hieß, jede Szene, jedes Tableau steht für sich. Eine Sequenz von episch nebeneinander gestellten Szenen, als eine Kette von sozialen und politischen Tableau, die einen sozialkritischen Gedanken kurz und prägnant, aber doch in die Tiefe gehend auslegen und dem Zuschauer die Möglichkeit geben, die Geschehnisse mit dem Intellekt aufzunehmen, nicht nur mit dem Gefühl. Wozu nach dem dramatischen Spannungsbogen, der nur dazu dient, die Affekte des Zuschauers zu manipulieren? Es war also kein geringer als Brecht, bei dem du damals eine Art von Modell für dein eigenes Schreiben gefunden hast. Ich sehe schon diese Anneigung als einen Akt der Übersetzung an. Dein Interesse als Autor eigener Theaterstücke war ja auch der Versuch, im eigenen Schreiben die Impulse Brechts für dich zu übersetzen. Das trifft auch zu, wenn man die Idee der Bearbeitung ins Auge fasst. Man kann sagen, der dramaturgische Kern deiner vier Theaterstücke, die in den 70er und 80er Jahren in Griechenland gespielt wurden, war das Verfahren der Adaptation von älteren Stücken oder Erzählungsstoffen für das Theater und die Konzentrierung auf die Fabel.
Das waren die Geschichte von Alireddin und das Epos von König Übü, eine direkt politische Version von Jarrys Übü-Stücken, dann die Gäste, eine Szenenfolge zwischen Dokument und Fiktion, die auf dem Material von Yorgos Matsouranis Buch »Sie nennen uns Gastarbeiter« aufbaute. Und eine Theaterversion des amerikanischen Romans von Horace McCoy, »Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss«. Dieses Stück transportiertest du als Parabel von USA in der Zeit der Großen Depression in die kapitalistische Gesellschaft der Gegenwart, in der der Mensch leider nach wie vor immer das des Menschen Wolf ist. Nun, liebe Freunde und Gäste des CEMOC, den doppelten Weg als Übersetzer und Theaterautor ist Petros Markaris nicht lange gegangen. Die Übersetzung hat gewonnen, vermutlich zum Nachteil griechischen Dramatik, aber zum großen Vorteil der Übersetzungskultur und der Präsenz der deutschen Literatur in Griechenland. Das Übersetzen wurde zu seinem Hauptberuf, nachdem er die mutige persönliche Entscheidung getroffen hatte, seine sichere Arbeit in der Wirtschaftsbranche zu beenden und als freier Autor sein Glück in die Literatur zu versuchen. Binnen weniger Jahre war Markaris ein anerkannter, ja einer der renommiersten Übersetzer aus der deutschen Sprache. Und er wurde besonders zu der Stimme Brechts in Griechenland. Sein Schreiben von epischen Stücken war irgendwie in jene andere Kreativität hinübergewandert, die die Form der Übersetzung verlangt. Ich sage absichtlich Form, denn dass die Übersetzung eine literarische Form, ein Genre eigenen Rechts darstellt, das ästhetisch und sprachphilosophisch in keiner Weise als sekundär zu den Originalwerken gesehen werden darf, wird seit langem, spätestens seit der breiten Rezeption von Walter Benjamins Aufsatz »Die Aufgabe des Übersetzers«, nicht mehr ernsthaft angezweifelt. Ich komme nachher kurz darauf zurück. Als Übersetzer deutscher Literatur ins Griechische hat sich Markaris bleibende Verdienste erworben. Seine Arbeit ist auch für das griechische Theater von großer Bedeutung. Denken Sie nur neben den Brecht-Übersetzungen an die gewaltige Leistung seiner maßstabsetzenden Übertragung von Goethes Faust I und Faust II. Wenn man seinen Weg genauer betrachtet, entdeckt man, dass die ersten Übersetzungsaktivitäten von Petros Markaris zu einem in großem nationalen Unglück, damals glücklichen Moment, stattfanden. Glücklich nicht nur für seine intellektuelle Intervention, sondern auch für das griechische Theaterleben. Dass er gerade Brechts Mutter Courage unter der Militärdiktatur gespielt wurde und dass er mit Geschichte von Alireddin an einer nicht nur theatralen, sondern politischen Gäste von jungen Schauspielern teilnahm, die 1971 einen offensichtlichen Widerstandscharakter aufwies, beides waren die Intervention eines engagierten Intellektuellen. Mutter Courage wurde inszeniert von Alexis Minotis 1971 mit Katina Paxinou in der Rolle von Anna Firling, alias Mutter Courage, gespielt. In der gleichen Zeit stellte auch die Geschichte von Alireddin eine Aufführung der Gruppe Eleftero Theatro, Freies Theater, ein Zeichen der Revolte dar. Ihre Mitglieder, in der Mehrheit junge Schauspieler, Absolventen der Schule des Nationaltheaters im Jahrgang 1969, teilten die Ideale einer antidiktatorischen Jugendbewegung und glaubten an neue Modelle des kreativen Schaffens, also an ein Konzept der Kreation kollektiv in der griechischen Variante. Mit einer Verflechtung von Theorie und Praxis und mit einem enthusiastischen Blick auf Brechts Theaterbegriffe. Obwohl es nur wenige Tage das Stück zu sehen gewesen ist, wirkte dieses epische Stück mit seinen kritischen marxistischen Ideen über die sozialen Verhältnisse wie eine Fanfare für das Vordringen des Neuen gegen das Alte im Theater.
Die Notwendigkeit einer neuen Beziehung des Theaters mit den Zuschauern war damals ein Leitfaden der Arbeit der Gruppe und der Schauspieler, waren verantwortliche Persönlichkeit beteiligt an einem Produktionsprozess, der gemeinsam ohne Regisseur realisieren werden konnte. Ali Reggio ist sofort eine Theaterlegende geworden. Und die Berichte über die Radikalität dieses Theaterereignisses erreichte auch uns, die im Ausland lebten und studierten. Als ich im Jahre 1974 aus Paris nach Griechenland zurückkehrte, war Markaris darum für mich schon ein leuchtender Name des griechischen Theaters als Theaterautor und als neuer Übersetzer Brechts, mit konkreten sprachlichen und interpretatorischen Ansprüchen im Sinne von Brechts Poetik. Bevor ich nun näher auf die Aufgabe des Übersetzers eingehe, wie sie Petros Markaris versteht und praktiziert, ist noch ein Wort am Platz über ihn als Autor von Drehbüchern für Filme und für Fernsehserien. Er hatte nämlich in seiner Arbeit als Theaterautor entdeckt, dass er ein besonderes, ausgeprägtes Talent für das Dialogische besaß, für die Gestaltung des zwischenmenschlichen Austauschs. Es war nur logisch, dass ihn diese Begabung in das Metier des Drehbuchschreibers führte. Er wurde als Drehbuchautor ein enger Mitarbeiter und Freund von Theo Angelopoulos. Ihre Beziehung ist von Bedeutung für die neuere griechische Filmgeschichte und Filmkunst und geht zurück auf die Zeit der griechischen Diktatur. 1972 drehte Angelopoulos seinen zweiten Film Die Tage von 36 und Markaris war als Drehbuchautor und Schauspieler engagiert. Eine Freundschaft entwickelte sich zwischen den beiden und nachdem Angelopoulos 1975 Markaris epische Bearbeitung von König Ubu im Theater Stoa gesehen hatte, bot er ihm an, künftig Drehbücher zu schreiben. Markaris hat mir dieses für sein weiteres Leben bedeutsam gewordene Gespräch mit Angelopoulos, den er auch als Brechtianer bezeichnete, geschildert. Darin kam etwa der folgende Dialog vor. Angelopoulos, willst du dich mit Szenarien beschäftigen, Markaris? Aber damit kenne ich mich doch gar nicht aus, Angelopoulos. Das Nötigste werde ich dir schon beibringen. Nun inzwischen kennen wir die glänzenden Resultate dieser Zusammenarbeit. Der große Alexander, der erzögerte Schritt des Storches, der Blick des Odysseus, die Ewigkeit und ein Tag und das Letzte, der Staub der Zeit. Mehr und mehr hat sich Markaris als Drehbuchautor einen Namen auch beim breiten Publikum gemacht. In den 90er Jahren wurde er beliebt und bewundert für seine Krimi-Episoden in der erfolgreichen TV-Serie Anatomie eines Verbrechens. Reale Verbrechen aus der Chronik der Kriminalfälle waren der Ausgangspunkt und der Drehbuchautor hatte eine einige Erzählform mit Erzähler und dem Prozess der Rekonstruktion des Verbrechens erfunden. Sie war drei Jahre lang, von 1992 bis 1995, ohne Unterbrechung im Programm und hielt die Fans vor dem Fernsehbildschirm in Atem. Nun aber zurück zur Übersetzung. Petros Markaris übersetzt aus zwei Sprachen, der türkischen und deutschen, übersetzt Theaterstücke, Gedichte, Romane. In den Korpus seiner Übersetzungen aus der deutschsprachigen Theaterliteratur findet man die Autoren Bertolt Brecht, Frank Wedekind, Heinrich von Kleist, Franz Xaver Krötz, Botho Strauß, Thomas Bernhardt, Arthur Schnitzler, Georg Büchner und Goethe. Brecht steht mit vielen Texten hoch oben auf der Liste. Mit Ball, Die Kleinbürgerhochzeit, Fürcht und Elend des Dritten Reichs, Mutter Courage und ihre Kinder, Leben des Galilei, der kaukasische Kreidekreis, Fatzer, eine Auswahl von Gedichten und Geschichten von Herrn Keuner. Die Bedeutung dieser zahlreichen Brecht-Übertragungen war umso größer als in Griechenland, als es damals und auch heute noch keine Gesamtausgabe des Dichters gibt. Wedekind ist mit Frühlingserwachen und die Büchse der Pandora repräsentiert. Kleist mit Köttchen von Heilbronn. Krötz mit Nicht Fisch, Nicht Fleisch und Bauern sterben. Strauß
mit bekannten Gesichtern gemischte Gefühle. Bernhard mit Am Ziel und der Theatermacher. Schnitzler mit der Reigen, Büchner mit Wojciech und Goethe mit seinen monumentalen Faust, erster und zweiter Teil. Dies alles zu schaffen, heißt wirklich Petrus gut und sehr gut, wie heißt es bei Brecht, seine kurze Zeit benutzen. Zumal, wenn man an die literarische Arbeit des Übersetzers für die deutschsprachige Theaterliteratur durch eine Serie von Einleitungen und Essays geleistet hat, von denen viele eine Rolle in der theatertheoretischen Diskussion gespielt haben. So waren seine Texte über Brecht und besonders über das dialektische Denken ein wichtiger Faktor, Brecht zu verstehen und seine zeitgenössische Rezeption in Griechenland zu befördern. Allein schon die Menge der übersetzten Werke, vor allem aber die Präzision der Übertragung, die besonders von den Theaterleuten sehr geschätzt wurde, haben eine entscheidende Rolle gespielt in der Konstitution dieser ersten Verbindung. Weil es aber um mehr geht bei der Entscheidung für einen solchen Schwerpunkt, muss man nach einer tieferen Verwandtschaft des Geistes suchen. Und da ist rasch klar. Markaris liebte von Anfang an die nüchterne Sprache Brechts, das Erzählerische der epischen Form, Brechts Ironie und seine Dialektik. Ich bin der Meinung, es war der Schriftsteller Markaris, der sich als Übersetzer Brechts so erfolgreich engagiert konnte. Das große Verdienst seiner Übersetzungen besteht darin, dass sie für ein neues Bild von Brecht gesorgt haben. Bis dahin hatten, wenn man mir eine kleine Übertreibung erlaubt, zwei Tendenzen vorgeherrscht, die beide eine Verfälschung des brechtischen Sprechgestus bedeuten. Bei den Übersetzern schwächten die einen nach Möglichkeit das Politische seiner Texte in der Form wie Michalt ab, um ihn als Poeten voller Gefühl von lyrischem Humanismus zu präsentieren. Die anderen, vor allem die Linken, übersetzen in erster Linie die wirkliche oder auch nur die vermeintliche politische Botschaft der Texte. Als Markaris mit seiner Arbeit begann, fehlte es und fehlt oft noch heute bei einer Reihe von Übersetzern der Sinn für die sehr besondere Sprache Brechts, ihre Intelligenz, ihre scharfe Ironie und ihren Witz. Man muss auch sagen, dass viele damals nicht einmal aus dem Original übersetzen, sondern Brecht aus dem Französischen importierten. Ganz abgesehen von seiner Funktion für den interkulturellen Austausch, die dem Übersetzen einer kulturpolitischen Bedeutung ersten Ranges zu wachsen lässt, ist die Übersetzung als eigene Form ein wesentlicher Faktor für die Resonanz, für die Originalwerke selbst, die die Originalwerke selbst finden. Literatur existiert als Teil der Weltliteratur wesentlich durch ihr Nachleben. Und dieses Nachleben ist zu einem erheblichen Teil das Nachleben durch Übersetzung. Die Übersetzung ist, auch wenn der Übersetzer selbst bescheiden nur von einem Handwerk spricht, eine Kunstform. Und diese künstlerische Praxis ist heute von großer Wichtigkeit für den kulturellen Austausch, um den verbreiteten und durch die Medien enorm versteckten gegenseitigen Negativbildern des anderen und des Fremden einen differenzierten und verantwortungsvollen Diskurs entgegenzusetzen. Nur so können sich die Leser ja ein Bild von den kulturellen Zeugnissen des anderen Sprachgebiets, ein Bild machen. Insofern ist das Übersetzen konkret praktizierte Interkulturalität, von der heute so viel und oft sehr abstrakt geredet wird. Markaris wandte sich immer entschieden gegen die etwa in Frankreich verbreitete Praxis, den fremden Text der eigenen Sprache anzuverwandeln, das Deutsche in der Übersetzung gleichsam zu französieren, wie in Frankreich. Er wollte nicht den Originaltext der eigenen Sprache mit Gewalt ähnlich machen, sondern bei der Suche nach den richtigen Äquivalenten im Griechischen den Sprachzustand des Originals nach Möglichkeit respektieren.
Jede Übersetzung ist ja nichts anderes als die Originalwerke, zugleich ein Kind und die Hebamme des Zeitgeistes. Übersetzen geht aus von einem Zustand der eigenen Sprache, für den der Übersetzer etwas haben muss, das man mit dem absoluten Gehör musikalischer Menschen vergleichen kann. Und auf diesen Zustand der eigenen Sprache spricht der übersetzte Text, der ebenfalls in sich schon einen Zustand seiner Sprache verkörpert. Wenn es dann gelingt, die beiden Seiten zusammenzuführen, so wird es etwas in der Zielsprache der Übersetzung entdeckt, was wohl nur auf diesem Umweg der Übersetzung entdeckt werden kann. Entdeckt oder zur Welt gebracht, wie das Kind von der Hebamme. Darum gibt es die allen Übersetzern geläufige Beobachtung, dass man die eigene Sprache lernt, wenn man übersetzt. Das Verhältnis der Sprache, aus der man übersetzt, zu der Sprache, in die man übersetzt, bleibt aber durchaus komplex. Einerseits gilt es, das Fremde in die Nähe zu holen. Andererseits darf es wiederum nicht zu nahe kommen. Ich entsinne mich, wie Markaris mir die Schwierigkeit beschrieb, für Wedenskind die Büchse der Pandora die richtige Sprachgäste zu finden. Für die Sprache des Bürgertums in Deutschland um 1896 gab es kein griechisches Äquivalent. Es kam aber auch nicht in Frage, sich einfach der alltäglichen Sprache der griechischen Gegenwart anzupassen. Die Lösung war, dass Markaris das Idiom des Bürgertums in den 1930er Jahren verwendete. In unserem Gespräch berief sich Petrus auf Peter Brook, um seine Förderung zu bekräftigen, dass der Übersetzer die Sprachen auch in ihrer Diachronie kennen müsse. Das Beispiel zeigt, wie sehr der Übersetzer sich von einem Gefühl für die große Verantwortung leiten lässt, die seine Tätigkeit mit sich bringt. Goethes Faust benutzt für seinen universalen Gang durch die Welt ganz verschiedene Sprachen. Der Übersetzer Markaris hütet sich, sie zu homogenisieren, sondern wechselt ebenso den Duktus und das Sprachniveau, benutzt etwa die zeitgenössische Sprache für die satirischen Momente. Auch die sozialen Schichten sollen an ihren Sprachgästen erkennbar bleiben. Markaris ist kein Feind der Aktualisierung, doch er will die Nähe zum Leser oder Zuschauer des übersetzten Werks nicht erkaufen mit Treulosigkeit zu dessen tieferem Wesen. Das ergibt eine Faustregel für den Übersetzer nach Art des schönen Satzes von Einstein. Man muss die Dinge so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher. Für den Übersetzer heißt es, man muss das Original dem Leser so nahe wie möglich bringen, aber nicht näher. Das erste Problem, mit dem der Übersetzer morgens erwacht, und das letzte Problem, das ihn noch in den Schlaf verfolgt, ist die Übersetzbarkeit. Jeder wird zustimmen, wenn man sagt, dass in einer gewissen Weise alle große Literatur so eng verwachsen ist mit der Sprachlandschaft, aus der sie herauswächst, dass es zunächst einfach ein Ding der Unmöglichkeit zu sein scheint, sie in einen anderen Boden, ein anderes Erdreich, in eine Umgebung mit ganz anderer Fauna zu verpflanzen. Dabei sind es gar nicht so sehr die Extreme, an die man zunächst denken mag, vor denen man nur staunt, was die Sprache herbringt, die Übersetzer in die größte Vergleichheit stürzen. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Das Unzulängliche, hier wird's Ereignis. Das Unbeschreibliche, hier ist getan. Das ewig Weibliche ziehen uns hinan. Wer will solche Poesie, die zugleich die Untiefen der deutschen Sprachklänge auslotten, adäquat übersetzen? Natürlich sind solche Passagen die Frucht einer dichterischen Forschungsarbeit im Untergrund der Sprache. Mindestens ebenso schwierig aber ist die Erfindung von Äquivalenten bei jener Art von großartiger Dichtung, die sich in der allernächsten Nähe zur Alltagsrede ansiedelt, aber durch eine manchmal nur winzige Nuance poetisch wird. Wie könnte man die unbegreiflich mühelose Eleganz, die sowohl die Sprache Goethes wie die Brechts auszeichnet,
in einer anderen Sprachmilieu wiederholen. Und trotzdem haben wir eine Weltliteratur. Trotzdem sind Goethe und Brecht, sind Shakespeare, Molière und Beckett Autoren, die auf der ganzen Welt gelesen werden. Es muss also doch eine Art Verständigung zwischen den Sprachen geben, die dem Urteil, das ist unübersetzbar, trotzt. Wie das möglich ist, dazu hat Walter Benjamin einige interessante Überlegungen angelegt. Er sagt zum Beispiel, dass bedeutende Werke der Literatur die Eigenschaft haben, übersetzbar zu sein. Und diese Übersetzbarkeit haben sie auch, wenn sie vielleicht niemals ihren idealen Übersetzer finden. Er zieht dabei einen interessanten Vergleich. Zitat, so dürfte von einem unvergesslichen Leben oder Augenblick gesprochen werden, auch wenn alle Menschen sie vergessen hätten. Wenn nämlich deren Wesen erforderte, nicht vergessen zu werden. Zitat Ende. So wären die Behauptung ihrer Unvergesslichkeit nichts Falsches, sondern nur eine Forderung der Menschen nicht entsprechen. Und Benjamin greift dann auf einen theologischen Gedanken zurück und erklärt, der Ausdruck Unvergesslichkeit enthalte wohl einen Verweis auf einen Bereich, in dem dieser Forderung doch entsprochen wäre. Das wäre ein Gedenken Gottes. In diesem Sinne hält er an einem Begriff der Unübersetzbarkeit sprachlicher Gebilde fest, die aber dann gegeben wäre, wenn sie auch bis zu einem gewissen Grade für die Menschen unübersetzbar blieben. Die Fortsetzung dieser schönen Reflexion Benjamins besteht nun in der weiteren These, dass die Übersetzung, sofern sie zwischen den Sprachen operiert, ein Bereich ist, in dem sich die Verwandtschaft aller Sprachen untereinander manifestieren. Sie sind in der Tiefe doch verwandt in dem, was sie sagen wollen. Diese religionwissenschaftlich motivierte Überlegungen des Philosophen führen ihn dann zu erstaunlich konkreten Thesen zur Praxis des Übersetzers. Ich habe vorhin Markaris Abneigung erwähnt, den fremden Text der eigenen Sprache anzuverwandeln. Benjamin spricht davon, der Übersetzer solle im Gegenteil der fremden Sprache sozusagen Gastrecht in der eigenen gewähren. Er nennt als Extremfall Hölderlins Übersetzungen, die in der deutschen Sprache gleichsam ein Potenzial des Griechischen aufdeckten. Nun, diese Beispiele können uns Übersetzer vielleicht erschüttern, aber so würde ich Benjamin nicht verstehen, sondern vielmehr in dem Sinne, dass sich der Übersetzer als ein Bote verstehen soll, als ein Angelos, der in den Raum der eigenen Sprache hinein etwas von draußen meldet. Etwas, das unverstehbar genug ist, dass wir hinhören und doch so viel Fremdheit bewahrt, dass wir aus unserer eigenen Sprache heraushören und etwas von dem ahnen, was nur zwischen alle Sprachen liegt. Ich meine, viele Leser und besonders die Theaterleute haben diese Art von Erfahrung mit den Übersetzungen von Markaris machen können. Ich habe Petros Markaris, wie gesagt, nach meiner Rückkehr aus Paris im Jahr der epochalen Wende zu den postdiktatorischen Zeiten kennengelernt. Ich erinnere mich, wie der Regisseur Carolus Kuhn im Herbst 1974 Furcht und Elend des Dritten Reichs aufgeführt hat in der Neuübersetzung von Petros Markaris mit dem Bühnenbild und dem Kostüm von Damianos Zarifis, einem jungen Bühnenbildner, der auch aus Paris zurückkehrt war und mit dem ich kurz danach meine griechische Familie gründete. Unsere Wege im Theater, ich als Theaterkritikerin der Zeitung Avji, haben sich mit Markaris Theaterarbeit gekreuzt. Petros und seine Frau Sophia, ich und Damianos, der ebenfalls große, hoffnungsvolle Erwartungen und Theaterutopien mit der epischen Form verband, fanden uns in einem kleinen Freudenkreis. Unsere Begegnungen waren durch die gemeinsamen Interessen und einen produktiven Dialog animiert. Damianos malte 1979 den Umschlag für das Buch Bitterer Tabak, einen Roman des türkischen Autors Cumali, den Markaris aus der türkischen Sprache übersetzte und der im Verlag Themelio publiziert wurde. Ein Jahr früher hatte Markaris für diesen Verlag die Geschichten von Herr Koiner übersetzt.
Brechts Beispiele über die Dialektik als Lebensweise, die für viele Diskussionen gesorgt hatten. Auch später haben sich Petrus und Damianos in der Arbeit begegnet. Zum Beispiel in der Aufführung von Krötz, nicht Fisch, nicht Fleisch, im Künstlertheater Theatro Technis 1984 in der Regie von Mimis Kouyoundzis oder 2004 in der Theaterversion eines Werkes des türkischen Autors Mungan Muratan, das unter dem Titel Hirsche und Fluche in der Übersetzung von Markaris und in der Regie von Avkiran Mustafa im Staatstheater von Nordgriechenland aufgeführt wurde. Oftmals haben Markaris und ich öffentlich diskutiert, gemeinsam an Gesprächsrunden und Debatten über die Kunst des Theaters teilgenommen. Dabei denke ich besonders an den Austausch im Umfeld der griechischen neokommunistischen Partei Kuku Esoteriku. Jetzt aber über vieles Wichtige tauschen wir uns auch immer in persönlichen Gesprächen aus. Wie gesagt, sind wir bei dem Beginn der Metapolitefsi-Phase bis zum heutigen Tag sehr gute Freunde geblieben. Noch immer rufe ich ihn an, wenn ich ein gesellschaftliches oder künstlerisches Phänomen oder Geschehen analysieren will oder einen anderen Blickwinkel darauf suche. Denn das ist Petrus Markaris, neben vielen anderen auch. Nicht nur ein bedeutender Künstler und scharfsinniger Intellektueller, nicht nur ein leidenschaftlicher Grieche und Griechenlandkritiker, nicht nur ein auch in der Trauer humorvoller Mensch und ein begeisternder Redner und Lehrer, sondern auch ein ausnehmend guter und treuer Freund. Petrus Markaris kam zu mir in Athen, um mir mit dem Computer zu helfen. Als in der Zeitung Tovima durch die neuen Technologien die alten Schreibmaschinen und die Druckereikultur abgeschafft wurde. Petrus konnte ich über das Pokerspiel befragen. Als ich Brechts Erzählung Vier Männer und ein Pokerspiel oder Zu viel Glück ist kein Glück übersetzte. Petrus war in seinem unermüdlichen Tatendrang immer bereit zu helfen, wenn sein Diskurs oder seine Präsenz auch für meine Projekte nötig waren. Zum Beispiel für ein Site-Specific-Projekt, das ich 2004 zum Thema Nomaden exilierten Flüchtlinge durchführte. Er war gleich bereit, als ich ihn bat, dafür in das griechisch-türkische Grenzgebiet Evros zu kommen und mit der Schriftstellerin Emine Sevgi Özdama zu diskutieren. Ich komme jetzt zum Schluss. Die meisten Aufführungen, für die Markaris die Übersetzung geschrieben hat, nehmen einen hervorragenden Platz in der jüngeren Theatergeschichte Griechenlands ein. Das gilt besonders für die Aufführungen des Künstlertheaters von Carolus Kuhn, vor allem Fürcht und Elend des Dritten Reichs, aber auch für die Stücke von Krötz und Schnitzler. Das waren immer auch Markaris Momente des Theaters. Eine Theaterübersetzung benötigt gegenüber einer nur literarischen Übertragung noch besondere zusätzliche Qualitäten, vor allem im Hinblick auf Sprechgästen und Sprechbarkeit. Diese Theaterqualität besitzen Markaris Übersetzungen. Darum haben sich seine Texte auf der Bühne immer wieder auf das Eindrucksvollste bewährt. Davon zeugen seine Arbeiten für Regisseure wie Leonidas Trivisas mit der Kleinbürgerhochzeit, Georgos Michailidis mit dem kaukasischen Kreidekreis Wojciech und Vergen Wedekinds, Yannis Chouvardas mit Ball am Nationaltheater Stavros Doufexis mit Galilei, oder in letzter Zeit Michail Marmarinos mit einer experimentellen Version des Faust. Nimmt man diese Produktionen in Augenschein, so markieren sie eine spannende Linie des griechischen Regietheaters. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld.